war ein Rockstar zu Zeiten des Rokoko und das wahrscheinlich größte musikalische Genie aller Zeiten. Die Rede ist von Mozart. GoTV war für dich jetzt im Wiener Raimundtheater und hat die zwei Hauptdarsteller des gleichnamigen Musicals für dich im Interview. Und für eine GoTV-Seherin gab es zudem eine riesen Überraschung. Hallo, ich bin Annemilva Gomez und ich spiele die Baronin von Waldstätten in Mozart, das Musical. Hallo, ich bin Udo Kuipers. Ich spiele Wolfgang Mozart in Mozart. Und ihr seht GoTV. Be part of it. Mitreißend, pompös, genial. Mozart, das Musical. Die Erfolgsproduktion aus Wien hat bereits 1,7 Millionen Besucher weltweit begeistert. Erzählt werden die jungen Jahre des Genies. Es geht um den Schritt zum Erwachsenwerden, sein Liebesleben und die Entbehrungen als Künstler. Alles zeitlose Themen. Jeder Künstler heutzutage kämpft mit was mache ich denn? Habe ich denn eigentlich noch ein Sozialleben oder muss ich mich hundertprozentig auf meine Kunst konzentrieren? Und das ist natürlich sehr schwierig. Mozart sagt in der Show, alles kostet seinen Preis. Und das stimmt, ja. Ich kenne Leis, ich liebe, du bist mir so nah. Hätte Mozart jetzt noch gelebt, hätte das diese Musik gefallen. Und ich dachte, ich glaube schon, weil er für seine Zeit auch sehr... er war seiner Zeit sehr viel voraus, wurde immer gesagt, und er hat das Neue nicht gescheut. Die sensationelle Neuinszenierung in Wien ist praktisch seit Wochen ausverkauft. Manche Fans haben das Stück bereits über 10 Mal gesehen und ein auserwählter Fan konnte jetzt sogar Backstage. Die 22-jährige Wienerin Anna ist die Gewinnerin des GoTV Mozart Fan Packages und darf zum Meet and Greet mit den Stars. Wie schaut bei euch so ein normaler Tagesablauf von früh bis spät aus? Ausschlafen erstmal bis 10 oder 11 oder so. Ich versuche immer 8 Stunden zu schlafen. Vielleicht, wenn Leute in der Stadt sind, was essen gehen mittags, dann gehe ich ins Theater. In der Maske einsingen. Bereite ich mich vor, mache die Show. Entweder geht nach der Show noch etwas trinken. Heim und Netflix. Genau 8 Stunden schlafen wieder. Und dann den nächsten Tag genau wieder das Gleiche. Und dann geht's für Anna dorthin, wo Fans sonst nie hin dürfen. Ein spannender Blick hinter die Kulissen der Erfolgsproduktion. Hallo, ich bin Anna und bekomme jetzt noch eine kleine Backstage-Tour hinter die Kulissen. Das ist der Männer-Blackbox. Hier ziehen sich 5 Leute um, ich manchmal auch, während der Show. Bei ihr sind Cecilia Weber ihre Sache und sie sagt dann immer, dass ihre Sachen so schwer sind. Das Kleid zum Beispiel, siehst du das? Das ist echt, oh mein Gott. Ja, das ist schon schwer. Das sehen wir jeden Tag. Das ist wirklich großartig, oder? Was sagst du dazu, Udo? Ja. Das ist natürlich nicht echt, aber wirklich toll. Das schaut von Ferne, schaut es schon ziemlich cool aus, oder? Dann haben wir hier noch den Totenkopf. Der ist der ganze zweite Akt auf der Bühne und stellt eigentlich den näher kommenden Tod von Mozart dar. Übrigens, Mozart läuft nur noch bis 20. März. Also schnell die letzten Tickets sichern unter www.musicalvienna.at. GoTV, be part of it.